hast du das gemacht, verdammt nochmal? Bist du völlig durchgeknallt? Ist dir eigentlich klar, dass du mit dieser Aktion Helena als Betrügerin dastehen lässt? Uns alle. Man unterstellt uns bereits, dass wir heimlich die Preise in die Höhe getrieben haben. Du hast das Auktionshaus ruiniert. Und mich gleich dazu. Das war's. Ich kann den Laden dicht machen. Rebecca hat dieses Bild ersteigert über die von Anstetten, damit Marlene sie noch ein bisschen geiler findet. Du bist doch komplett verrückt. Wir haben bald unzählige Klagen am Hals. Das können wir niemals bezahlen. Wir wollten durch diese Aktion unsere Firma retten. Jetzt ist alles kaputt. Du hast einen echten Van Gogh zerstört. Den Van Gogh. Die Familie. Helena. Du wirst die Verantwortung übernehmen. Für alles, was du getan hast. Ich würde gerne wissen, was los ist. Warum du das getan hast. Ich habe nicht damit angefangen, alles kaputt zu machen. Aber jetzt hast du mich und die gesamte Familie damit reingezogen. War das auch Teil deines Plans? Helena, es tut mir leid. Es ging mir nur um Marlene. Ich wollte, dass sie weiß, wie es sich anfühlt, dass es ihr genauso beschissen geht wie mir. Oh Gott. Rebecca, wer war das? Tristan. Wieso? Er dachte, dass ich es dir schenken möchte. Gott. Ich habe einen Strohmann beauftragt, für mich zu bieten. Ich wollte natürlich nicht, dass es herauskommt. Es ist aber herausgekommen. Ich dachte, Rebecca würde inkognito mitbieten, dass sie diese von Anstetten beauftragt hat, für sie zu bieten. Diese Aktion mit dem Bild, das bist nicht mehr du. Das erinnert mich an früher. Ich will nicht, dass du wieder in diesen Zustand gerätst. Ich stand einfach total neben mir. Ich konnte einfach nicht anders. Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle. Doch, das habe ich. Ich weiß es nicht. Jeder hat das Recht, sich zu verlieben. Sogar sich in den Falschen zu verlieben. Aber vor allem hat jeder das Recht zu gehen, wenn die Liebe vorbei ist. Rebecca, Tristan wollte nicht das Bild zerstören, er wollte mich zerstören. Ich habe echt nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Unter uns, die des Altgriechischen mächtig sind, wissen natürlich, dass eine Krise nichts anderes ist als eine mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Wohlan, entscheiden wir. Was sollen wir entscheiden? Dass wir das Auktionshaus dicht machen. Moment, Moment. Wir sind hier, um in Ruhe über alles zu reden. Das kannst du haben. Mit der Immobiliensparte haben wir einen unserer stärksten Zweige abgestoßen, um die Bank zu stabilisieren und diese Auktion zu finanzieren. Die Auktion ist geplatzt, das Geld verbrannt, die Bank immer noch pleite und wir sind im Arsch.
Helena, wärst du so gütig, kurz die Gesamtsituation deiner Sparte zu referieren nach diesem Van Gogh-Debakel? Die erwarteten Gewinne werden aufgrund des Skandals ausbleiben. Saftladen. Du hast davon gar nichts, eine Ahnung, also halt mal den Ball flach. Muss ich mir das bieten lassen? Anscheinend schon, aber zurück zum Punkt. Damit ist doch ganz offensichtlich, dass sich das Auktionshaus nicht an der Sanierung der Landstein Enterprises beteiligen kann. Wer sagt das? Ich. Oder gehe ich etwa falsch in der Annahme, dass sämtliche Käufer der heutigen Auktion gegen uns klagen werden? Die Staatsanwaltschaft wird ermitteln und egal zu welchem Ergebnis sie kommt, der Ruf ist ruiniert. Aber ein guter Ruf lässt sich wiederherstellen, wenn darstellbar ist, dass eine Einzelperson für diese Manipulation verantwortlich ist. Ja, das ist richtig, Helena. Gibt es denn irgendeinen Hinweis, wer für dieses Debakel verantwortlich ist? Nein. Sicher? Ja, doch. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe die Immobiliensparte verkauft, um diese Auktion überhaupt erst möglich zu machen. Ich habe ein Recht auf die Wahrheit. Ich weiß nicht mehr als ihr alle. Oh. Entschuldigt mich. Einer muss ja seinen Job machen. Wie geht's der lieben Familie? Sie flattern rum wie geköpfte Hühner und Lisbeth moderiert das Ganze wie ein Bingo-Abend in St. Peter-Ording. Werden Sie das Auktionshaus schließen? Sie werden akzeptieren, dass es keine Alternative gibt. Man sollte eine Strafanzeige wegen Betruges gegen Lahnstein Enterprises lancieren und den Vorgang beschleunigen. Gemach, gemach. Es wird auch ohne unser Zutun genügend Strafanzeigen geben. Wir wollen doch keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist allerdings wahr. Nein, das Sushi ist immer noch nicht eingetroffen. Und eins sage ich Ihnen, sollte der Aal wieder nach Tilapia schmecken, dann mache ich Ihre Salmonellenfarm dicht. Eins ist dir hoffentlich klar. Ich werde Ermittlungen anstellen lassen. Also, was ist passiert? Jetzt red endlich! Wie? Hast du Ihnen etwa noch nicht gesagt, was vorgefallen ist? Und wer dafür verantwortlich ist? Was ist, sag's Ihnen. Okay. Ich war's. Was? Ich habe versucht, die Auktion zu manipulieren. Helena, was redest du denn? Und warum solltest du so etwas tun? Ich habe mich von dem Gedanken verführen lassen, dass wir durch noch höhere Gewinne wieder festen Boden unter den Füßen kriegen. Jetzt hör doch bitte auf. Es wurden Van Goghs versteigert. Da war doch klar, dass wir Spitzengewinne erzielen würden. Aber es tut mir leid. Ich muss völlig neben mir gestanden haben. Helena, ich allein bin für das Debakel verantwortlich und ich trage die volle Verantwortung. Du hast uns angelogen. Es war Tristan, der bei der Auktion mitgeboten hat. Warum hast du das getan? Entschuldige, Helena. Aber warum soll Tristan nicht dafür gerade stehen? Die Konsequenzen betreffen uns alle. Ich verstehe ja, dass du Tristan beschützen willst, aber das ist nicht der richtige Weg, Helena. Es tut mir leid. Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen ging es nur noch um Zahlen, Gewinne, Verluste. Dass wir eine Familie sind, die füreinander da sein sollte, das fällt auch völlig hintenüber. Diese Firma funktioniert nur, weil wir eine Familie sind. Ach, wirklich? Hat irgendeiner von euch mitbekommen, dass es Tristan wieder richtig beschissen geht? Er steht völlig neben sich. Er ist schon fast wieder wie früher. Das habe ich gar nicht gewusst. Stimmt das? Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich dachte, es bezieht sich nur auf Marlene und auf mich. Aber ich weiß, dass du in den letzten Wochen alles getan hast, um das Unternehmen zu retten. Und das ist bewundernswert. Auch wie du wie ein Fels in der Brandung Papas Platz eingenommen hast. Aber jetzt braucht Tristan eure Hilfe. Und was mit dir? Ich werde die volle Verantwortung für das Auktionsdebakel übernehmen. Und dann werde ich Düsseldorf verlassen. Das ist doch völlig überstürzt, Helena. Ehrlich gesagt habe ich vor lauter, ich muss mich um die Auktion kümmern, völlig vergessen, dass ich einen Beruf habe, den ich liebe. Ich bin Archäologin. Heißt das, du willst wieder an Ausgrabungen teilnehmen? Ja, mein Professor hat mir signalisiert, dass ich jederzeit in Kambodscha herzlich willkommen bin. Mein Entschluss steht fest. Ich bitte euch nur, euch während meiner Abwesenheit um Tristan zu kümmern.
Er braucht jetzt Menschen, die für ihn da sind. Ihr entschuldigt mich. Ich habe vor meiner Abreise noch ein paar Dinge zu erledigen. Helena! Tristan! Wenn Rebecca nicht mitgeboten hat, warum hast du ihr das Geld zukommen lassen? Na, denk mal scharf nach. Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Sollte ich das nicht viel eher dich fragen? Hattest du mir nicht gesagt, du bräuchtest das Geld für ein Musical? Muss ich ahnen, dass du es zweckentfremdest? Dass du damit verbotene Sachen machst? Du hast mich dazu gebracht, das zu tun. Du hast das Auktionshaus ganz allein ruiniert, weil du ganz heiß drauf warst, deine Ex ein Bein zu stellen. Und das Beste ist, Helena deckt dich auch noch. Hätte ich der Kleinen gar nicht zugetraut, aber vielleicht liebt sie dich ja mehr als du dich selbst. Loser. Damit wirst du nicht durchkommen. Ich weiß, was passiert ist. Ansgar gesprochen? Nein, wieso? Was ich weiß, ist, dass du auf den Van Gogh geboten hast und dass du damit Rebecca Angst gemacht hast und letztendlich auch Helena. Was ist mit ihr? Sie wird Düsseldorf verlassen. Wegen mir? Wegen dem, was vorgefallen ist? Tristan, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es hätte nichts mit ihr zu tun. Tristan, du bist mein Bruder und ich weiß, du hast in letzter Zeit viel durchgemacht. Du bist verlassen worden von der Liebe deines Lebens und ja, da macht man mal Dinge, die hat man besser nicht getan. Sebastian, was willst du von mir? Hör auf damit! Diese Nachstellung, diese aggressiven Übergriffe, lass es einfach sein. Marlene ist frei und sie hat sich gegen dich entschieden. Akzeptier das. Du musst das akzeptieren. Und du musst dagegen ankämpfen. Oder willst du wieder zurück in diesen dunklen Strudel wie damals mit Helena? Vergiss bitte eins nicht, du hast eine Familie, die hinter dir steht. Und wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Tristan. Stimmt es, was Sebastian gesagt hat? Dass du Düsseldorf verlassen willst? Ja. Wow. Seid ihr etwa alle wegen mir hier? Das ist doch das Mindeste. Ein Abschied ist ja so kurzfristig, um eine würdevolle Abschiedsfeier zu organisieren. Ich bin ja nicht aus der Welt. Aber du wirst uns fehlen. Und das nicht nur, weil du uns immer wieder den Kopf zurechtrückst. Wenn wir mal wieder vergessen haben, worum es eigentlich geht. Ach, und was sollte das sein, deiner Meinung nach? Und vergiss neben all deiner Begeisterung für Tonscherben nicht, dass wir dich lieben. Das werde ich bestimmt nicht. Komm mal her. Muss es unbedingt das andere Ende der Welt sein? Dann wünsche ich dir viel Glück in Asien. Alles gut. Also wenn ausgerechnet du am anderen Ende der Welt einen Schatz finden solltest, der uns hier über den Berg bringt, dann hey, immer her damit. Lass dich drücken, kleine Schwester. Ich meine, dein neues Leben beginnt genau jetzt. Noch eine Kleinigkeit von Frau Linse. Für die Reise. Leben Sie wohl. Ach, Justus, Sie alter Pinguin, kommen Sie her. Nie allein. Wir sind zwei. Für immer.
suchen.